Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 21 hier bei Heisenberg Zockt. So, das Rückspiel gegen Piemonte Calcio gegen Juve steht an. Das Hinspiel haben wir 2-1 gewonnen und wir sind im Viertelfinale. Das würde heißen, das Halbfinale winkt. Ja, wenn wir jetzt hier irgendwie gut abschließen. Aber eben, ja, mal gucken. Sie sind halt stark, die Juve-Spieler, das ist ganz klar. Wir hatten viel Glück bei diesem 2-1. Das hat man gesehen, falls nicht, dann bitte gerne nochmal nachholen. Und ja, jetzt müssen wir gucken, ja, dass wir eben das über die Zeit retten, was wir haben sozusagen. Top-Torjäger immer noch Adamu mit 12 Toren. Vor Benzema, der ist raus. Firmino ist raus. Das heißt, wir müssen mit Adamu eigentlich, ja, vielleicht sogar die Top-Torjäger-Trophäe holen. Okay, ich würde sagen, wir gehen rein und schauen mal, was wollen wir denn hier machen, wenn wir uns zurechtfinden. Wo bin ich jetzt gelandet? So, diesen hier, genau. So, wie machen wir das? Zurückfallen lassen vielleicht? Ja, hier. Schneller Aufbau. Das klingt nicht schlecht, das machen wir mal so. Zurückfallen lassen ist eher defensiv, würde ich sagen. Deswegen wende ich das jetzt hier mal an. Weil wir müssen hier nicht Tor an Tor schießen, sondern wir müssen primär gucken, dass wir keine kriegen. Weil ganz klar 0-0 reicht. Ein 1-0-Sieg bzw. eine 1-0-Niederlage würde auch reichen. Ein 2-1 dann aber nicht mehr. Das kennen wir. Das ist eben die Auswärtstorregel, weil Juve ja bei uns eben tatsächlich auch ein Tor geschossen hat. Piemonte Calcio, eben, das ist Juve, das habe ich gesagt. FIFA hat nicht die Rechte an dem Namen, deswegen heißen die hier Piemonte. Das sind aber wirklich die Juvenista, oder wie sagt man denen? Die Juveninskis? Wahrscheinlich nicht. Also sprich Ronaldo und Co. Das waren unsere. Der Herr Sigrist war gut zu sehen. Das ist der gegnerische Torwart. Und Ronaldo schreitet zum Mittelpunkt. Und da geht der Spaß los. So, jetzt bin ich gespannt. Also zusammenreißen, Herr Eisenberg. Wir wollen nicht einen Sieg sehen, aber wir wollen weiterkommen. Wie gesagt, 0-0 würde reichen. Je länger wir dieses 0-0 halten, umso besser. Das ist ganz klar. Aber die kombinieren sich hier schon wieder gekonnt durch. Ja, abgefangen. Ja. Jawohl. Ja, geh. Oh, nö, aber nicht abfangen lassen. Das ist halt wirklich der Unterschied zur Vorrunde. Man wird hier halt so schnell tatsächlich gestellt. Im Sinne dessen, dass man den Ball verliert. Der ist, glaube ich, zu weit. Nee, er holt ihn noch. Auch das ist ein Unterschied. Solche flogen in der Vorrunde öfters mal raus, solche Bälle. Aber wir haben ihn, oh, spektakulär. Zurück zu Ziggy. Keine Angst, ich mache jetzt keinen Sololauf mit ihm. Oh, schlecht. Los, geht drauf. Da wollte der glatt noch den Ball heben und dann schießen. Das müsste Abstoß geben, jawohl. So, nicht allzu hektisch, aber ja, gezielt, genau. Das ist halt immer schwierig, so eine Flanke, vor allem so, wie wir es jetzt gerade gespielt haben, das ist eigentlich kaum, dass das mal zum Erfolg führt, behaupte ich mal. Aber ich muss mich jetzt hier erstmal ein bisschen rantasten und eben, wir dürfen die Defensive nicht vernachlässigen. Oh, ich hatte ihn umgeben zurück. Ach, das ist auch so eine Krankheit bei mir. Einmal zu viel drücken, aber der landet im Aus. Haben wir. Ja, schöne Drehung. Und in die Tiefe. Ja. Oh, ui, Tor. Haha. Eieiei, da haben wir das 1-0. Ui, ja, jetzt sieht es aber ganz gut aus. Jetzt sieht es ganz gut aus, weil jetzt bräuchte Juve, ja, zwei Tore für eine Verlängerung und drei, um weiterzukommen, wir keine mehr machen. Schöner Pass und dann einfach stinkfrech unters Tordach sozusagen gehämmert. Herrlich, halt mit Schmackes. Da hat der Torwart halt wirklich fast keine Chance mehr. Herr Ruiz, sehr schön, nicht der Torschütze vom Dienst, das ist aber egal, er scheint der Mann zu sein für die wichtigen Tore. So, ja, jetzt gefällt es mir. Aber eben, jetzt nicht nachlassen. Weil die kommen schon noch. Da mache ich mir gar keine falsche Illusion. Wir werden hier noch massiv unter Druck geraten.
Vielleicht nicht gleich jetzt schon, ist noch ein bisschen früh. Oh, oh. Ja, den haben wir. Ja, faul. Come on, das war ja aber wirklich eine ganz fiese Attacke. Ist das rot? Es ist nur gelb. Ja, aber da war natürlich weit und breit kein Ball mehr. Also da könnte man dann, wenn man wollte. Aber er wollte nicht, der Schiri. Wahrscheinlich nicht so früh im Spiel. Nochmal ein Foul. Aha, die sind unzufrieden. Die Kollegen von Juve. Denen gefällt natürlich der Spielstand überhaupt nicht, das ist klar. So, Cabral über den Flügel. Oh, schöne Flanke, aber was war das für ein Kopfball, Herr Stielhardt? Ja, da fliegt der Ball wieder zum Gegner. Ja, aber der ist hier außen relativ allein, in der Mitte ist einer. Ich wollte gerade sagen, wenn ich den hier am Flanken hindern kann. Das müsste Ronaldo gewesen sein. Den Bewegungen. Oh, Nachwort, Ziggy, dankeschön. Eieiei. Schön gehalten. Ja, raus mit der Kugel. Ja, nochmal zurück. Solange wir den Ball haben, machen die keinen Käse damit. Adamu weit hinten. Als Vorbereiter. Ja. Da kommst du fast nicht mehr durch. Das ist ganz krass. Einfach die Räume zu machen, dass sie nicht schießen können, nicht passen können. Boah, da wird Ziggy aufs Neueste beziehungsweise nochmal geprüft. Huiuiui und wie. Aber schön geholt. Er war im Hinspiel schon stark. Oh, und auch den kratzt er nochmal weg. Ja, da darfst du zurecht jubeln. Heieiei. Jetzt hatten sie schon drei relativ fette Chancen. Ja, gut, der ging drüber. Das wird so notiert. Es ist schon schwierig, hier hinten irgendwie vernünftig rauszukommen, ohne dass gleich wieder irgendwie so ein Juve-Mensch dazwischen geht. Ja, der war schön. Ein öffnender Pass. Den haben wir nochmal. Ja, wieder zu nah auf den Torwart. Aber immerhin, man sieht über die Flügel, kommen wir dann doch wieder ein bisschen vors Tor. Durch die Mitte ist es sehr schwierig bei Juve. Der geht raus. Oh, der geht nicht raus. Hm, gefällt mir nicht. Oh. Ui. Ui, ui, ui. Ui. Das war ein Geschoss an die Lattenunterkante. Der Ball war aber definitiv nicht drin. Also, dafür brauchen wir nicht mal eine Wiederholung, würde ich sagen. Der ist weit vor der Linie wieder aufgekommen, aber natürlich ganz gefährlich. Massives Chancenplus von Juve. Wäre auch komisch, wenn nicht. Sie spielen zu Hause. Sie müssen. Bei dem Spielstand sind sie natürlich ausgeschieden. Dann fahren wir mit St. Gallen ins Halbfinale. Das klingt schon relativ gut, wenn ich das so sage. Als alter St. Gallen-Fan. Ja, da sind wir noch dran. Oh, schön, aber zu weit. Schade, der ging zu weit. Aber wir können schön nochmal durchpreschen. Oh, zu weit geprescht. Oh, oh Gott. Ja, schlecht. Hätte ich eins früher flanken sollen, aber eben. Ich dachte, nochmal einen Schritt und dann in den Rückraum. War keine gute Idee, gebe ich zu. Sehr schön, Dua. Defensivarbeit vom Stürmer. Langsam ran. Nicht, dass er einen Haken schlägt und gleich wieder weg ist. Ich hatte ihn doch. So, jetzt wird es aber Zeit, dass der Ball hier, genau, mal befreit wird.
jetzt nicht gleich wieder irgendwie irgendwo mich reindrehen. Ein Riesen-Solo. Oh, da verliere ich ihn halt wieder ganz dumm. Ui, was für ein Ball. Relativ unrealistisch behaupte ich jetzt mal. Also so, das ist ja ein Befreiungsschlag, der dann einfach beim Stürmer landet. Allen Ernstes. Los. Oh, Ziggy wieder. Oh, Ziggy ist in der Form seines Lebens. Aber wir brauchen natürlich einen Ziggy in der Form seines Lebens. Eieiei, hier eben gegen Juve und das in einem Viertelfinale der Champions League. Okay, der köpft natürlich den Ball wirklich auch genau auf Ziggy rauf. Aber man muss erstmal richtig stehen als Torwart, damit man das erreicht. Boah. Okay, jetzt ist das 1:0, behaupte ich, relativ glücklich. Ja, da ist Pause. Ja, eine solide Pausenführung, die aber doch relativ glücklich entstanden ist, weil Juve hat jetzt Chance an Chance. Aber umso besser, wenn sie die nicht nutzen, ist nicht unser Problem. So, wir spielen. Ja, wir spielen so weiter, würde ich vorschlagen. Hat ja schön geklappt. Never change a winning team. Ein alter Spruch, der einfach auch natürlich ein Kernchen Wahrheit besitzt. So, jetzt nochmal ein Tor machen. Das wäre natürlich der Hammer. Da ist aber keiner in der Mitte. Oh, aber da kommt einer. Oh, Adamu. Eieiei. Ja, das weiß er selber. Oh, so eine hat er natürlich auch schon mal gemacht. Ganz schwacher Kopfball leider. So, 50. Minute ist immer noch 0-1. Oh, schöner Pass. Ja, befreit. Und Gegenstoß lossiert. Aber man sieht, der ist halt ohne Ball tatsächlich schneller, so wie es eigentlich in der Realität normalerweise auch ist. Oftmals ist es ja bei FIFA genau andersrum, dass der, der den Ball hat, schneller ist als der Verteidiger ohne Ball. Ja, ich mache hier Wechsel, Wechsel, Wechsel. Okay, der geht raus. Spieler wechseln wie ein Wilder, also im Sinne von, dass ich den zu steuernden wechsle. Ansonsten haben wir noch keinen Wechsel gemacht. Ja, mal hinten rum, da haben wir Platz. Lass mal durchziehen. Oh. Schade. Da komme ich nicht hinterher mit dem Kollegen hier. Aber ich konnte doch noch zumindest. Oh. Wow, okay. Ja, da müssen wir nicht mehr viel zu sagen. Das war Herr Ronaldo. Straight ahead unters Dach. Ich würde sagen, wir wechseln mal. Und zwar, ja, Cabral für Lichinger. Weil Cabral einfach irgendwie immer relativ schnell müde wird. Ja, ärgerlich. Aber wir sind immer noch weiter. Wir haben das Hinspiel gewonnen. Nur wenn wir jetzt nochmal eine kassieren, dann riecht es nach Verlängerung. Wenn wir nochmal eine machen, dann sind wir durch, behaupte ich, mit einem 2:1 hier. Aber es gestaltet sich halt schwierig, tatsächlich hier Tore zu schießen gegen diesen Gegner. Ja, auch hier lieber nochmal hinten. Ja, ich wollte hinten rum. Hat hervorragend geklappt. Echt. Ja, eine Drehung und der ist durch. Zum Glück hat er nicht den Turbo gezündet. Ja, haben wir. Ja, sauber. Da kommt einer. Oh, aber da ist leider ein italienischer Kopf noch im Weg. Wechsel. Morata geht raus. Okay.
Ja, holt den Ball. Da geht keiner von der KI hin. Das gibt's doch nicht. Die lassen den einfach ziehen. Ja, den haben wir abgeblockt. Den, genau, hau ich mal raus. Warum nimmt er den nicht in die Hand? Weil es ein Rückpass war wahrscheinlich oder ein Rückpass gewesen wäre. Nochmal ein Wechsel. Bei Juve. Sauber, Herr Lüchinger. Ja, sogar für uns, okay. Da hätte ich jetzt eher darauf tendiert, dass der Gegner den Ball bekommt. Oh, was ist das für ein Pass? Das darf doch nicht wahr sein. Oh, nö. Ja. Ach, du grüne Neune. Dieser Fehler dort, das ist eine Katastrophe, so einen Pass zu spielen. Ja, jetzt haben wir 2-1. Die 1-0-Führung haben wir vergeigt. Jetzt droht die Verlängerung. Aber jetzt, ich werde jetzt versuchen, ein Tor zu schießen. Wir müssen jetzt hier die Entscheidung hinkriegen. Weil ein Tor zum 2-2 wäre eine Entscheidung dahingehend, weil dann brauchen sie wieder zwei Tore. Ein 3-2-Sieg reicht ihnen ja nicht. Dann hätten wir ein Auswärtstor mehr. Man kommt nicht durch hier. Es ist wie vernagelt. Das gibt's ja nicht. Ui, was für ein Pass schon wieder. Oh, einfach ein Befreiungsschlag. Und der Stürmer hat ihn. Oh, Ziggy. Auf dem Posten. Das wäre der Genickbruch gewesen. Weit weg den Ball. Jawohl, schön, Dua. Ja, ja. Ja, da ist es. Da ist es, da ist es. Nach dem Abschlag vom Torwart. Hervorragende Ballannahme von Dua. Und wie er die dann versenkt. Wow, okay. Ja, das sieht jetzt natürlich wieder ganz anders aus. 2-2 ist fast schon das Ticket zum Halbfinale. Das will ich nochmal sehen. Wie er den Ball hier annimmt. Großartig. Vorlegt. Und dann ins kurze Eck. Einfach herrlich. Ja, das haben wir jetzt halt mal mit Tempo gemacht. Weil eben der Abschlag, der ging bis, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war das sogar ein Assist. Kann das sein vom Torwart? Ich weiß es gerade nicht. So, wir gucken nochmal schnell. Ich würde sagen, ja, Herr Stielhack geht mal raus. Und dann nehmen wir noch den Herrn Mulheim raus. Dann haben wir dreimal gewechselt. Und dann haben wir aber wieder frische Leute hinten, weil die werden wir brauchen. Weil jetzt werden sie wahrscheinlich ein Offensivfeuerwerk starten. Hier die Kollegen Juve von Juve. Es sind noch 15 Minuten. Und sie brauchen zwei Tore. Wie gesagt, das 3-2 würde ihnen nichts bringen. Oder vielleicht kommen wir ja nochmal zu einem Konter. Nein, im Moment aber nicht. Ja, oh, da geht aber gleich wieder zum Gegner zurück. Ja, aber nicht so, Kollege. Hihi. Hol ihn dir. Jawohl, gleich direkt gespielt. Oh, okay, gibt. Oh, nee, gibt auch keine Ecke. Ah, das war natürlich irgendwie so ein komischer, abgestorbener Flachpass in die Mitte. Das ist nix. Los, los, renn, renn. Ja, genau. Einfach den Raum zumachen. Das hilft tatsächlich. Dann wissen sie teilweise gar nicht mehr, wie ihnen geschieht. Sehr schön. Konter. Los. Jawohl, Lüchi geht durch. Oh, das war nix. Ich wollte zurückpassen, aber man sieht, der Einsatz stimmt. Gleich eine Grätsche hinterher. Eieieiei. Nein, das darf jetzt echt nicht. Nicht jetzt. Nein, 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 nein. Oh. Ja, abgeblockt. So, wir haben Zeit. 85. Minute. Jawohl, den Stall schicken. Guillermo, zeig, was du kannst. Oh Gott. Okay, soviel zum Thema. Das war nicht, was ich wollte. Jetzt wird es nochmal gefährlich. Nee, doch nicht. Der geht raus. Jawohl, der geht raus. 87. Minute. Jawohl, sauber. Jawohl. Nein, schlecht.
Oh, hätte ich mal eher auf Verwalten gemacht, dass ich den Ball ein bisschen behalte. Los, alle Mann zurück. Oh, ui, wo ging der durch? Eieiei. Ja, unzufrieden. 2 Minuten Nachspielzeit, wofür das denn? Ja, wegen den Wechseln wahrscheinlich. Da gibt es eben auch Nachspielzeit. Sauber, schön abgeluchst den Ball. Jetzt einmal durchziehen, jawohl. Jo. Ja, zu wenig Power dahinter. Das ist das Spiel zu Ende. Wow, wir sind im Halbfinale. Ole. Wie cool ist das denn? Ei, das stand jetzt aber auf der Kippe. Oh lala, ja, Ronaldo ist raus. Heieiei, wir hatten Glück, wir hatten wieder Glück. Wir hatten im Hinspiel Glück, wir hatten jetzt Glück. Aber es ist natürlich auch eben wirklich das Glück des Tüchtigen. Wir haben jetzt 3 Tore geschossen gegen Juve, 1 zu Hause. Beziehungsweise, nee, 4 sogar. Je 2. Ja, da kann man auch mal Juve ausschalten. Das ist natürlich, oh Gott, ja, jetzt bin ich aber echt gerade ein bisschen durch den Wind. Gut, Halbfinale. Und zwar, jetzt können wir schnell gucken. PSG ist weiter gegen Manchester City. Dann wir gegen Juve. Real Madrid ist raus. Okay, Liverpool ist weiter. Und Barcelona, ja, durchs Auswärtstor ausgeschieden. Okay. Ja, gut, da müssen wir jetzt nicht mehr viel sagen, außer, oh la la, PSG ist der nächste Gegner. Also Neymar, Di Maria, wer spielt da noch alles? Ja, lauter starke Spieler, aber wir haben bewiesen, wir brauchen keine Angst haben. Gut, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Da sieht man es auch. Links St. Gallen, rechts Neymar. Und dann hoffe ich, ja, dass wir vielleicht die Sensation vervollständigen können und das Halbfinale für uns entscheiden gegen PSG. Schön wär's. Also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.